Es war ein nicht alltäglicher Augenblick, den die Mitarbeiter des Straubinger Tiergartens da im Bild festgehalten haben. Berührungsängste zeigten die beiden sibirischen Tiger kaum, als sie sich am Dienstag zum ersten Mal ohne ein Gitter dazwischen Aug in Aug gegenüberstanden. Und nur ein paar Minuten später kam es auch schon zum ersten Deckungsakt. Ja, das ist schon ein Gänsehautmoment, wenn man den Claudius habe ich seit 6 Jahren bei mir im Revier, den kenne ich schon ewig, die Suna ist seit letztem Jahr und wenn man das darauf arbeiten wir jetzt seit einem Jahr hin, dass sie sich vertragen, dass sie sich gut verstehen, dass sie ein Paar werden und wenn das so gut klappt, was will man mehr? Also. Auch 3 Tage später schweben Claudius und Suna noch immer auf Wolke 7. Ihre Rolligkeit nimmt zwar langsam ab, trotzdem nutzen die beiden nach wie vor fast jede Gelegenheit, sich zu paaren. Dass sich die Tiger derzeit so gut verstehen, heißt aber nicht, dass das immer so sein muss. Die beiden werden zurzeit rund um die Uhr überwacht. Gerade weil jetzt eben die Rolligkeit ist, beim Tiger ist es so, danach geht jeder seinen Weg. Also er verlässt das Revier vom Weibchen wieder und alles ist wie normal. Jetzt ist es natürlich so, dass die Rolligkeit langsam abnimmt und bei uns können sie sich nicht aus dem Weg gehen. Also kann es natürlich sein, dass er sagt, okay, jetzt ist gut und dann anfängt sie wegzujagen. Der Grat zwischen Liebelei und Rauferei ist schmal bei solchen Raubtieren. Also es ist so, dass wir jetzt weiterhin immer 1 bis 2 Tierpfleger am Gehege sind, die permanent das beobachten. Das ist ein großes Beobachten, auch beim Raussperren, beim Reinlassen, wie reagiert der Tiger, wie bewegt er sich, wie geht er miteinander um und auch schon in der Box, wie ist sie heute drauf. Also wir erkennen ja morgen schon, ist er gut drauf, ist er schlecht drauf. Und das sind also Zeichen, die man ein bisschen beobachten muss und dann schaut. Und dann auch draußen, wie reagieren die, um im Notfall eingreifen zu können. Dafür stehen rund ums Raubtiergehege Wasserstrahler bereit, um die Tiger im schlimmsten Fall der Fälle vielleicht damit trennen zu können. Am Wochenende ist die permanente Überwachung nicht möglich. Deshalb müssen Claudius und Suna dann noch einmal getrennte Wege gehen, bis es dann nächste Woche einen weiteren spannenden Moment geben wird. Am Montag werden wir sie das 2. Mal zusammenführen, nachdem die Rolligkeit beendet ist. Und da zeigt sich dann, duldet er sie in seinem Revier, duldet sie ihn in ihrem Revier, weil das ist einfach, ja, sie haben zwar gemeinsam ein Revier, aber immer nur einzeln. Und sie haben ein super, total Sozialverhalten untereinander. Und von dem her denke ich, dass das alles wunderbar klappt. Deshalb ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass die Tiergartenbesucher im Sommer auch schon Junge im Gehege beobachten können. Die Tragezeit bei Tigern beträgt gerade mal 110 Tage. Und sollte es diesmal noch nicht geklappt haben, dann haben die beiden ja nun jeden Monat eine weitere Chance, auf die nicht nur der Straubinger Tiergarten, sondern auch das europäische Erhaltungszuchtprogramm hofft. Die Bestände in der freien Wildbahn gehen drastisch zurück, seit auch die chinesische Medizin wieder auflebt und jeder meint, er müsse sich da etwas vom Tiger in die Suppe raspeln. Die Bestände sind bedroht, in freier Wildbahn vielleicht noch im Amur-Usuri-Gebiet, das heißt im Ostrussland, Nordkorea, China, in dem großen Verbreitungsgebiet gibt es maximal noch vielleicht 400 geschätzte sibirische Tiger. Die Bestände in den Tiergärten sind größer. Sollte Suna trächtig werden und Junge zur Welt bringen, dann dürfen sich die Straubinger Tiergartenbesucher wohl rund 2 Jahre über den Tigernachwuchs in Straubing freuen. Anschließend werden die Jungen an andere Zoos abgegeben, damit sie dort für weiteren Nachwuchs sorgen können.